destiny. Oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Vielen Dank, Manuel, für die Begrüßung und für die Einleitung. Ja, es freut mich riesig, dass wir heute hier stehen können, um über den nächsten großen Schritt beim SC Alltag informieren dürfen. In Wahrheit ist das Ganze das größte Projekt in der Vereinsgeschichte und ein extrem großer Schritt, um unserem Bild vom großen Ganzen deutlich näher zu kommen. Wir haben immer betont, dass es für den SC Alltag extrem wichtig ist, uns weiter zu professionalisieren, modernisieren und uns zukunftsfit zu machen. Und uns war immer wichtig, dass wir dabei unseren Grundsätzen oder Grundwerten auch treu bleiben. Es ist und bleibt der Anspruch, den wir beim SC Alltag haben. Für das Ganze braucht es klare Visionen und Strategien. Die Pläne, die wir da haben, die sind zugegebenermaßen sehr ehrgeizig, aber es ist alles sehr genau geplant und auch so durchführbar. Ich möchte betonen, wir bauen keine Luftschlösser, sondern wir investieren in die Zukunft, um weiter wachsen zu können. Das ist für uns sehr wichtig und essentiell, um in der Bundesliga nachhaltig reüssieren zu können. Uns wurde auf dem Weg definitiv nichts geschenkt, aber ich denke, mit viel Fleiß, mit viel Schweiß, der auch geflossen ist, sehr viel Herzblut, die eine oder andere Träne war, glaube ich, auch dabei, haben wir es geschafft, vom Schnabelholz zweimal in die Europa League zu kommen. Und das möchte man in der Zukunft selbstverständlich da in Alltag auch wieder erlebbar. Warum betone ich das Ganze? Weil wir sämtliche Bauetappen, die wir da machen oder bauen, erfolgen nach der Kategorie 4 der UEFA-Richtlinien, damit zukünftig internationale Spiele in Vorarlberg möglich sind. Ich habe es gesehen, wir haben sehr hart uns die Dinge erarbeitet. Wir sind mittlerweile ein sehr verlässlicher Steuerzahler geworden und ein sehr starker Partner der Vorarlberger Wirtschaft. Jetzt sind wir definitiv so weit, dass wir den nächsten Meilenstein setzen können. Und da darf ich jetzt auf die Bauetappe 7 und 8 verweisen. Der Benedikt unterstützt mich da auch gleich, damit es für euch vermutlich ein bisschen besser nachvollziehbar ist. Was ist geplant? Also auf der rechten Seite der kleinste Schritt und der Schritt, der sich am schnellsten realisieren lässt, ist die Überdachung der Terrasse Ost. Und ich möchte betonen, es geht da nicht um die Tribünenüberdachung, sondern des Gastronomiebereiches. Es wird dort eine Holzkonstruktion, ein Dach gebaut in einer Photovoltaikanlage, damit die Zuschauer, unsere treuen Zuschauer auf der Osttribüne oder im Public-Bereich einen besseren Komfort nach den Spielen vorfinden, speziell wenn wir Schlechtwetter haben. Uns ist wichtig zu betonen, wir bauen da nicht nur für die Businessgäste, sondern auch die Zuschauer im Public-Bereich. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt für uns. Dann haben wir auf den Sport natürlich auch nicht vergessen. Das sind die zwei neuen Trainingsplätze, die gebaut werden. Der linke Trainingsplatz, der in der Nähe zum Profi-Campus ist, wird zukünftig ein Rasentrainingsplatz sein, der mit einer Rasenheizung ausgestattet ist. Also auch etwas, was längst nicht jeder Profi-Club in Österreich hat. Der Oli Kirchler applaudiert schon, weil er sich sehr freut auf das Ganze. Trainer schmunzelt auch. Also ich glaube, speziell für die Profimannschaft, für die Frauenmannschaft, aber auch für die Juniors ist es ein extrem wichtiger Schritt. Und wenn ich Rasenheizung anspricht, dann weiß ich natürlich, dass das ein gewisses Reizthema ist. Aber da kann ich versprechen, dass wir das nach modernsten ökologischen Standards bauen. Stand jetzt, wenn wir das mit Grundwassertechnologie betreiben, ohne fossile Brennstoffe. Dann wird ein weiterer Trainingsplatz gebaut, der speziell unserem Nachwuchs und Amateurbereich zur Verfügung steht. Dem aufmerksamen Beobachter wird vielleicht auffallen, warum sind die Plätze gerade so angeordnet, was hier da dazwischen, zwischen unserem
Kunstrasenplatz, eine größere Grünfläche. Eigentlich wollte man den Platz logischerweise dorthin bauen, aber es ist uns leider nicht gelungen, mit einem Grundstücksbesitzer da Übereinkunft zu finden. Und deshalb haben wir mit dem Projekt ein bisschen weiter nach Norden rutschen müssen. Aber für uns war es wichtig, dass wir zwei Plätze bauen, die diese internationalen Maße 105 auf 68 erfüllen. Das ist ein ganz wesentlicher Fortschritt für den Gesamtverein. Wir haben doch im Nachwuchs über 300 Kinder und Jugendliche, die jetzt da natürlich auch nochmal wesentlich bessere Trainingsbedingungen in der Zukunft vorfinden. Ja, und linker Hand, da wo viele das Businesszelt kennen, da wird in der Zukunft das größte Projekt entstehen, das ist das SCA Businessgebäude. Bevor ich da näher dazu Trophie gehe, sehen wir da ein paar Impressionen. Das ist ein sehr beeindruckendes Gebäude. Basiert das Ganze ist wie eine riesen Glasfront versehen. Ich glaube, das Gebäude von der Positionierung her ist landschaftlich wunderbar eingebettet. Im oberen Stock da oben hat man doch einen Panoramablick bei schönem Wetter Richtung Schweizer Berge, wenn es in Richtung Stadioninnere geht, Richtung österreichische Berge. Das ist die Ansicht vor dem Gebäude von der Westseite aus. Im unteren Stock sieht man, da werden in der Zukunft hochwertige Parkplätze sein. Das verbauen wir nicht, weil wir momentan aus Kostengründen verbauen wir es nicht. Da gibt es die nächste Idee und Vision, dass da vielleicht zukünftig einmal ein Physio, ein Reha-Zentrum, ein Ärztezentrum entstehen soll. Die SCA Gesundheitswelt nenne ich es jetzt einmal, da gibt es auch große Vorbilder in Deutschland, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim, die das auf sehr hohem Niveau mittlerweile betreiben und das dann natürlich auch dem Otto-Normal-Verbraucher zur Verfügung stehen soll und nicht nur den Profisportlern. Aber das ist eine Vision, die noch nicht spruchreif ist, ich glaube es jetzt doch tue, um damit zu zeigen, dass wir schon wieder weiterdenken und auch weitere Etappen planen. Aber lassen wir uns einmal sehr schnell in der Gegenwart bleiben. Im mittleren Stock oben wird in der Zukunft die Geschäftsstelle sein, das SCA Office, plus ein Fanshop und der komplette Spieltagsbereich wird in der Zukunft dort abgewickelt. An der Glasfront sind die Office-Räumlichkeiten und Richtung Stadion hin werden dann die Kabinen für die Heimmannschaft, für die Gastmannschaft, für die Schiedsrichter und auch entsprechende Pressekonferenzräumlichkeiten und ein Fernsehstudio integriert sein. Im oberen Bereich, im Obergeschoss, wird zukünftig der SCA Businessbereich sein mit rund 1700 Quadratmeter, wo Platz ist für 1000 Businessgäste. Mit einer Gesamtkapazität im Stadion von rund 9000 oder wenn man Richtung Endausbau geht, es gibt ja noch die Vision, Osttribüne zu schließen, das ist die Vision 2029, also auch da haben wir nochmal etwas in der Pipeline, wenn der Verein 100 Jahre alt ist, möchten wir auch die Osttribüne dann noch finalisieren. Das ist die Ansicht von der Osttribüne bzw. vom Spielfeld. Das sieht man jetzt klar in der Mitte drin. Der Spielereinlauftunnel wird in der Zukunft von der West. Der Einlauf wird von der West erfolgen. Bis dato war es ja Nordost. Also der komplette Spieltagsbereich, Anreise, Gästemannschaft etc. wird sich dann auf der Westtribüne wiederfinden. Das ist einmal eine Impression, eine Innenansicht. Ich nenne es jetzt einmal ein Symbolfoto. Da wird sich sicher noch einiges tun. So wie es immer im Endeffekt dann nicht, dass man auf innenarchitektonische Details eingeht. Aber auch da gibt es logischerweise schon mehr wie ein Grobkonzept. Fakt ist, es werden 1000 Leute dort innen Platz finden. Ja, zu den Fakten. Heute hat eine Bruttogeschossfläche von 5200 Quadratmeter, einen Bruttorauminhalt von 19.200, viel wichtiger und wesentlicher ist die Nutzfläche. Also wir reden da fast von 3800 Quadratmeter auf zwei Geschossen. Ich habe es erwähnt, im ersten Obergeschoss sind die Spieltagskabinen und der Medienbereich sowie das SCA-Office, die Geschäftsstelle und der Fanshop. Und im zweiten Obergeschoss ist Platz für 1000 Businessgäste. Begleitet hat uns über all die Jahre hinweg Herr Schütter-Dorm, jetzt in der Gattin, unser Architekt, der Konrad Hensler, bei dem ich mich an der Stelle auch
bedanken möchte im Namen vom Verein, der, wie gesagt, ein jahrzehntelanger Partner und Freund vom SC Alta ist. Und er hat mit uns dieses Projekt, denke ich, gemeinsam so weiterentwickelt, dass wir in der Zukunft in Vorarlberg ein Europa League-taugliches Stadion haben. Ja, nicht unwesentlich, Budgetierung und Finanzierung. Das ist jetzt schon ein bisschen eine Keule. Das Ganze kostet, diese drei Projekte kosten 15 Millionen Euro. Wir reden jetzt noch von Schätzungen, die schon sehr genau sind. Aber wir sind in der Ausschreibungsthematik drinnen und sind schon selber gespannt, was da alles dann schlussendlich reinkommt. Aber im Wesentlichen rechnen wir damit, dass der SC Alltag zukünftig 12 Millionen für das Projekt aufbringen muss an Eigenmitteln. Wir kommen natürlich erstmalig auch nicht einmal größerer Bankkredit vorbei. Ich möchte aber auch nochmals an der Stelle betonen, der SC Alltag ist mit Stand heute komplett schuldenfrei und hat ein positives Eigenkapital von über 3 Millionen Euro. Und da ist es uns gelungen, eine Bank zu finden, die mit uns diesen Weg gehen wird und die uns diese Finanzierung auch gewährt. Rund 3 Millionen erwarten wir uns aus den diversen Infrastrukturtöpfen der sogenannten Stakeholder. Aktuell sind damit im Endeffekt, wir haben bis dato schon über 8 Millionen in das Stadion und in die Trainingsinfrastruktur, also nicht nur Stadion, immer Trainingsinfrastruktur investieren, haben wir über 20 Millionen. Also bis dato haben wir über 8 Millionen investiert. Zukünftig ergibt es ein Gesamtvolumen von über 20 Millionen. Die vielen ehrenamtlichen Stunden, die sind doch am Verein darauf, das Ehrenamt zählen kann, sind da noch gar nicht wieder. Ja, jetzt kommt die nächste sportliche Herausforderung, aber das ist so ein Sportverein. Baustarts, aber da möchte ich betonen, immer wieder vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und natürlich die Gemeindevertretung, Bürgermeister Markus Giesinger ist da, wir machen sich Rosen zu, was Säger, muss dem Ganzen natürlich auch zustimmen. Aber wir haben natürlich schon entsprechende Gespräche geführt und das ist jetzt ein Prozess, der schon über Jahre dauert. Die Gemeindemandatare sind da immer über sämtliche Schritte sehr gut informiert gewesen. Ziel ist es, die Ostüberdachung im März, April zu realisieren. Die Plätze Nord werden geplant im April und Mai. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir dann natürlich ins Wachstumswetter reinkommen, weil man dort der Rasen ansehen muss. Aber wir wissen auch schon, wir sind Mitte Jänner. Also wir müssen überall in all diesen Dingen aufs Tempo drucken. Und beim Businessgebäude ist es auch so, dass wir uns der Juni vorgenommen haben, um einfach die Sommerpause zu nutzen, um da voll durchstarten zu können. Ja, das ist es im Großen und Ganzen nur schon von meiner Seite her. Ich hoffe, es ist dementsprechend rübergekommen, was wir da geplant haben. Ich möchte auch an unseren Vizepräsidenten Werner Kunz zum Mitte übergehen. Ich möchte aber nicht versäumen, dem Werner einen herzlichen und einen großen Dank im Namen vom SC Alltag aussprechen, weil er war der Motor dieses Projektes und er wird so in der Zukunft sein. Ich bin doch sehr stark im Tagesgeschäft da. Wir haben zwei sehr schwere Jahre hinter uns. Und gerade wenn man um einen Klassenerhalt kämpft, ist es sehr schwer, an solchen visionären Projekten und Strategien festzuhalten. Und der Werner hat das gemacht und darum können wir heute so dastehen, dass wir sagen, unser Traum könnte in Kürze Realität werden. Danke. To pluck the strings of destiny.